Eine Reise um die Welt in 7 Stationen bietet der Ketteler Hof seit dem Wochenende in seinem Freizeitpark an. Was sich wie ein Aprilscherz anhört, ist absolut keiner. Denn es handelt sich um Spielbereiche in der neuen 2000 Quadratmeter großen Indoor-Halle. Das meiste findet unter freiem Himmel statt. Und dadurch war dann irgendwann die Überlegung soweit, dass wir in der Vor- und Nachsaison halt hier auch den Gästen ein tolles Angebot bieten möchten. Und da war halt die einzige Option, das entsprechend so zu machen, dass wir einen großen Bereich mit vielen Spielplätzen überdachen, um auch eine gewisse Kapazität zu haben, die dann auch den Besuchern ermöglicht, wirklich wetterfest hier spielen zu können. Also insgesamt ist das Konzept so, wir haben 7 verschiedene Bereiche. Sind verschiedene Spielbereiche, die werden immer mit Traversen voneinander abgetrennt. Die Traversen dienen sowohl als verbindendes als auch als trennendes Element. Man kann also von einem Bereich direkt in den anderen rein. Das Motto ist eine spielerische Weltreise. Und die Bereiche sind dann alle entsprechend thematisiert mit verschiedensten Klettermöglichkeiten, riesengroßen Rutschen. Nach der Eröffnung wagten die ersten Besucher mit ihren Kindern einen Trip in die neue Spielwelt. Schnell füllten sich die Klettergänge und Rutschen nicht nur mit Kindern, sondern auch mit Erwachsenen. Sicherheit steht bei allen Objekten dabei an erster Stelle. Also natürlich sind hier alle Anlagen TÜV abgenommen. Entsprechend sind alle Rettungswege vorgesehen, es sind Evakuierungswege vorgesehen. Das ist alles so berücksichtigt, es können also aus sämtlichen Bereichen auch, es kann eine Höhenrettung vorgenommen werden, es ist also alles gewährleistet. Neben den Spielmöglichkeiten lädt ein Gastronomiebereich mit Kaffeebar und 500 Plätzen zum Verzehr und Entspannen ein. Der Ketteler Hof freut sich, dass die Anlage termingerecht fertig wurde, denn am Ende wurde es doch eng. Sonderschichten an den Wochenenden waren erforderlich. Es gibt 2 verschiedene Konzepte. In dem unteren Bereich haben wir ein Burger-Restaurant und in dem oberen Bereich, das ist so ein bisschen mehr Café-Lounge-mäßig, mit einer großen Außenterrasse und einer großen Fensterfront nach draußen für eine tolle Aussicht. Wir haben uns auch bemüht, das nett zu gestalten und ich glaube, die Gäste nehmen es schon sehr gut an, sind eigentlich alle begeistert. Die ersten Besucher zeigten sich begeistert von der neuen Anlage. Sehr schön, sehr gepflegt, sehr ansprechend, sehr abwechslungsreich, insgesamt sehr gut. Ja, heute natürlich auch das erste Mal in der Halle und total beeindruckt. Erstmal, weil viel geboten wird, auch für Kinder bis 8 Jahren und dann halt auch für die etwas größeren Kinder. Sehr gut. Ich muss schon sagen, Ketteler Hof, toll gemacht. Der Ketteler Hof hofft mit der neuen Indoor-Halle auf eine rund 10-15%ige Steigerung der Besucherzahlen, denn die neue Halle soll, im Gegensatz zum Park, ganzjährig geöffnet bleiben.